In der Abbildung hierunter ist ABCD ein Rechteck und ABEF ein gleichschenkliges Trapez mit, der Abstand zwischen E und F ist 8 cm, der Abstand zwischen B und C ist 5 cm und der Abstand zwischen A und B ist 8 cm. Frage: Für welche Werte von A ist der Flächeninhalt des Rechtecks streng größer als ein Viertel des Flächeninhaltes des Trapezes? In unserer Zeichnung haben wir diese Maße 8 cm, 5 cm und 8 cm. Der Flächeninhalt vom Rechteck ist streng größer als ein Viertel vom Flächeninhalt des Trapezes, dann und genau dann, wenn der Flächeninhalt vom Rechteck wird berechnet durch 5 mal a, also 5a, streng größer ist als ein Viertel mal Flächeninhalt vom Trapez. Und der Flächeninhalt vom Trapez wird berechnet durch kleine Basis plus große Basis mal Höhe geteilt durch 2. Also a plus 8 mal 5 geteilt durch 2. Diese Ungleichung können wir sofort durch 5 teilen. Diese 8 setzen wir links rüber, wo sie multiplizieren wird. Jetzt setzen wir noch dieses a links rüber, wo es subtrahiert wird. Und so finden wir, dass 7 mal a streng größer sein muss als 8. Demzufolge muss a streng größer sein als 8/7 und somit ist C die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.